Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns den Roundhouse Kick oder Mawashigeri genauer an. Wie auch der Front- und der Sidekick gehört dieser Tritt in vielen Kampfkünsten zu den Basics. Betrachten wir zunächst die Basisausführung Schritt für Schritt. Wir ziehen das Bein hoch zur Brust, der Standfuß dreht etwas ein. Der Tritt schnappt seitlich mit vollem Hüfteinsatz ins Ziel. Hierfür dreht das Standbein noch weiter ein. Bei dieser Ausführung hier trifft der Span. Der Tritt wird zurückgeschnappt und kontrolliert abgesetzt. Nun in einer lockeren, flüssigen Bewegung. Kommen wir zu den möglichen Unterschieden in der Ausführung. Es kann auch mit dem Fußbein oder mit dem Schienbein getreten werden. Je nach Widerstand des Ziels können wir den Tritt auch mit der Hüfte durchziehen, anstatt ihn zurückzuschnappen. Das Bein kann, wie man schon an einigen Ausführungen sieht, auch direkt von Beginn an etwas seitlich kommen. So geht zwar der Überraschungseffekt verloren, doch man bekommt mehr Wucht in den Tritt. Bei einem Low Kick zum Beispiel würde man das Bein natürlich auch nicht erst zur Brust ziehen, sondern den direkten Weg gehen. Oder auch hier bei einer Ausführung mit dem vorderen Bein. Für eine Überraschung gut, der Yakumawashigeri, der von der anderen Seite ins Ziel schnappt. Natürlich gibt es hier auch wieder verschiedene gesprungene Formen, zu denen auch der berühmte Tornado-Kick gehört. Hierbei gibt man Elemente der Deckung manchmal für einen kurzen Moment auf, um die Bahn zu stabilisieren und die Balance zu halten. Dies hat damit zu tun, dass wir mit der Form unseres Körpers auch unser Trägheitsmoment verändern, aber die Kontrolle über unsere Rotation behalten wollen. In der Regel sollte während der Ausführung auch keine Kontergefahr bestehen, sonst haben wir einfach ein falsches Timing für unsere Technik gewählt. Es gibt auch wieder eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Tritt in Kombinationen einzubauen. Zum Kopf ausgeführt ist er eine klassische K.O.-Technik, als Low Kick ein Tritt, der wiederholt ausgeführt den Gegner zermürbt. Wir sind damit am Ende dieser kurzen Übersicht. Nähere Details zur Ausführung von Tritten findet ihr im Grundlagenvideo.